meine lieben Bücherfreunde, heute stelle ich euch beim vierten Adventskalendertürchen das Buch Kreativität von Melanie Rabe vor. Auch wenn sie mich mit ihren Thrillern nicht so wirklich begeistern konnte und vielleicht auch zukünftig nicht kann, mit ihrem Sachbuch hat sie es absolut geschafft. Wie man unschwer erkennen kann, habe ich sehr, sehr viele Marker in diesem Buch gemacht, welches ich allerdings gehört habe, denn die Autorin, die Melanie Rabe, hat dieses Buch auch selbst eingesprochen. Das Buch ist im Nachgang bei mir eingezogen, habe ich gleich bei Tauschticket ertauscht und ist übrigens eine gute Quelle für Highlight-Bücher, die man vielleicht im Nachgang dann doch im Regal stehen haben möchte. Und ich habe schon während des Hörens dieses Buch sozusagen zu Händen gehabt und konnte daher auch einige Markierungen während des Hörens, während des Lesens sozusagen vornehmen. Melanie Rabe ist bekannt als Autorin, sie hatte zu der Zeit aber auch noch einen Podcast und sie hat schon allerhand kreative Dinge getan. Wahnsinnig, was Melanie Rabe in ihrem Leben schon gemacht hat, und in diesem Buch gibt sie uns im Grunde Tipps und Tricks zum Thema Kreativität. Als allererstes sagt sie, dass viele Dinge Kreativität sind und bedeuten, ohne dass sie tatsächlich dieses klassische Künstlerische sind, wie sich viele Kreativität vorstellen. Es geht darum, nicht um ein Bild zu malen, Fotos zu schießen oder gar eben ein Buch zu schreiben. Nicht nur das ist Kreativität, sondern jeden Moment, wo man eben eine Lösung herbeisucht, ist im Grunde Kreativität im Spiel. Das beginnt schon damit, wenn man irgendwie etwas kocht. Auch Kochen ist Kreativität. Jedes Video, jedes Foto, alles, was an Dekorationen und Ähnlichem passiert, ist Kreativität. Und jeder Mensch ist kreativ. Und sie gibt uns in ihrem Buch hier im Grunde ja eine kleine Anleitung, Tipps dazu, wie man eben seine Kreativität auch schulen kann, wie man ja so ein bisschen eine Anleitung hat, wie man eben noch kreativer wird, wie man überhaupt das Kreative bewusst auch in sein Leben bringt. Und wie uns Kreativität auch glücklich machen kann. Denn wichtig ist, dass wir uns dessen überhaupt bewusst werden, dass wir achtsam sind, dass wir Kreativität als das wahrnehmen, was es auch ist. Und wir dadurch eben auch ein kreatives, ja innovatives, achtsames Leben führen. Ich mag den Schreibstil von Melanie Rabe in diesem Buch unglaublich gerne. Ich fand es toll, wie sie uns an ihre Anfänge mitnimmt, was für sie Kreativität bedeutet, wie sie sich inspirieren lässt, was sie inspiriert, wo sie hingeht, wenn sie Inspiration sucht, was ihr eben auch mal hilft, den Blickwinkel zu verändern, die Sichtweise zu verändern. Ich mochte es, von ihren Anfängen zu erfahren, wie sie ihren Weg gegangen ist, wo ihr immer Kreativität auch über den Weg gelaufen ist. Und das ist ja auch im Grunde eine kleine Anleitung für uns, dass wir eben erfahren, ja, wo suche ich überhaupt nach Kreativität? Und ich finde, das hat sie super gemacht. Sie macht das sehr locker, sehr leicht, sie ist sehr frisch in ihrer Ausdrucksweise. Das mochte ich sehr, sehr gerne, dass man wirklich den Eindruck hat, man hört hier einer jungen Frau zu, die eben schon viel zu erzählen hat, und das nicht irgendwie von oben herab oder gar irgendwie arrogant oder mit einem erhobenen Zeigefinger, gar nicht. Melanie Rabe macht das sehr locker und nimmt einen bei der Hand und zeigt einem, ja, Kreativität steckt in dir, hier, so kannst du sie ein bisschen herauskitzeln, und zeigt uns eigentlich, dass gar nicht viel gekitzelt werden muss, sondern dass ganz viel einfach schon da ist und wir das nur als Kreativität auch wahrnehmen sollen, müssen, können, wie auch immer. Und sie macht das auf eine wirklich super sympathische Art, das hat mir super viel Spaß gemacht, besonders beim Hören. Das kann ich hier wirklich empfehlen. Hier hat die Autorin alles richtig gemacht, weil sie das Buch selbst gesprochen hat. Sie hat eine sehr angenehme Sprechweise. Sie formuliert Dinge wunderbar. Das liest man natürlich auch im Buch. Man merkt, dass sie auch affin ist, was das Vorlesen angeht, was das Erzählen angeht. Wahrscheinlich auch durch ihre frühere Vorgeschichte, unter anderem ja auch einen Podcast, den sie bis Sommer, glaube ich, auch noch betrieben hat. Ich hatte viel Spaß und ich habe sehr viel mitgenommen, viel auch in mein Journal herausgeschrieben, und ich fand es toll zu sehen, ja, dass Kreativität einen glücklich machen kann und dass man sich gar nicht verrückt machen sollte, dass Perfektion das größte Gift ist, was wir Menschen uns eigentlich selbst auferlegen können, und da strahlt so viel Melanie Rabe in diesem Buch, und es ist fast schade, dass keiner ihrer Thriller bisher mich irgendwie umhauen konnte. Es ist wirklich, ich würde sie so gerne lieben, die Thriller, weil ich Melanie Rabe so toll finde, aber manchmal kann man es nicht ändern. Es gab dieses Jahr noch ein zweites Buch von ihr, da hat sie über sich und Lady Gaga gesprochen. Ist auch ein kleiner Teil hier drin, weil Lady Gaga sie eben schon sehr oft auch inspiriert. Ich mochte auch dieses kleine Büchlein sehr, aber das Highlight von ihr ist in diesem Jahr definitiv Kreativität. Es hat so viel Spaß gemacht und es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich dieses Hörbuch gehört habe. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das auch so ein regelmäßiges Hörbuch wird, alle 2-3 Jahre, um die Gedanken einfach mal wieder aufzufrischen.
mir hat es super gut gefallen und ich hatte großen, großen Spaß bei dieser Kreativität und eben auf der Suche nach dem Glück in diese dann zu finden. Hat das jetzt Sinn gemacht? Ich weiß es nicht. Ja, das war es nun, das vierte Türchen. Vielleicht habt ihr das Buch ja auch gelesen oder gehört oder kennt etwas von Melanie Rabe. Dann lasst uns hier gerne ein bisschen austauschen. Ich wünsche euch nun einen wunderbaren 4. Dezember. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Türchen oder Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.